Wir könnten auch rein theoretisch, sowie praktisch, die Folge hier beginnen. Ich meine, wir stehen vor der grünen Buchstabensuppe und wir haben ja die Schutzschildfähigkeit bekommen. Ja, ach, wisst ihr was? Komm, wir gehen einfach mal durch. Was soll schon passieren? Wir haben hier einen Schmetterling, den haben wir schön verpasst. Hoffentlich. Oh Mist, auch verpasst. Ich hätte springen müssen. Gibt's das? Da war ein Patchy. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ja, es ist doch ein Pagey am Ende des Tunnels. Ja, so schnell kann es gehen. Tja, Freunde, willkommen zurück zum heutigen Part. Wir spielen weiter Yooka-Laylee. Wir sind heute auf dem Weg in die große, weite Galaxie. Um was zu erledigen? Natürlich Pageys sammeln. Und nicht nur Pageys, auch die restlichen Federn. Ihr könnt ja auch reinschreiben, ob wir vielleicht dann doch schon zum Boss gehen wollen. Also ich habe zwar gesagt, wir holen erstmal alles, weil das ist ja Ehrensache. Also bevor wir zum Boss gehen, naja, Logo, werden wir da erstmal alles andere abgrasen. Ist ja, ne, also, ne, ne, versteht sich ja wohl von selbst. Aber ich lasse mich auch von der Community überreden, wenn die sagen, oh, geh doch mal direkt zum Endboss. Mich interessiert, wie der aussieht und kannst dann die Patches auch später holen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich insgeheim hoffe, dass irgendjemand das reinschreibt, weil ich nämlich selber zum Boss will. Nee, nee, ich will natürlich dabei erstmal alles abholen. Mich interessiert der Boss überhaupt nicht. Nee, aber ernsthaft mal, also wenn da wirklich einer mal so Bedarf hat und sagt, hier, komm, zeig doch mal, ich will jetzt unbedingt sehen, wie der Bosskampf aussieht, dann können wir da auch vorher hingehen. Und wer jetzt noch denkt, naja, schaffst du das denn überhaupt? Weil ich weiß ja nicht, wie groß du die Folgen vorbereitest. Also wer das wissen möchte, ich versuche die Folgen immer so up-to-date und aktuell zu halten, dass ich auf Kommentare noch gut eingehen kann, ohne dass ich jetzt so eine Woche vorproduziert habe. Weil sowas bin ich überhaupt kein Freund davon. Wenn ich merke, ich habe jetzt Stoff, so 4 Folgen, dann reicht das. Dann mache ich eine Pause. Dann mache ich so, wie die Spielehersteller immer wieder das auf ihren Schreiben da so draufstehen haben. Bitte, nach einer Stunde musst du eine Pause machen, sonst droht Epilepsie-Gefahr. Und wir wollen nicht, dass du deinen Arzt aufsuchst, nur weil du zu lange gespielt hast. Und jeder weiß, na klar, eine Stunde. 16 Stunden! 16 Stunden kann man durchzocken. Ach, es gibt bestimmt welche, die zocken da so 24 und mehr noch durch und sind trotzdem nicht krank. Es gibt auch Gegenbeispiele, aber tatsächlich kommt mir das auch zugute, wenn ich für ein paar Stunden oder einen Tag, besser gesagt, eine Pause mache und dann frisch, fromm, fröhlich, frei wieder ans Werk gehe, weil dann bin ich auch nämlich voller Energie, so wie heute gerade. Und diese Energie reicht meistens für 2 Stunden, dann ist Batterie leer, Akku leer und dann muss ich mir ein paar Energizer in den Po schieben, dass es mir wieder gut geht. Ja, und so komme ich eben ganz gut hin. Deswegen ist so eine Pause zwischendurch, finde ich okay, ist für mich jetzt auch kein Beinbruch. Das Einzige, was dann wirklich ein Problem ist, ich finde es dann immer blöd, wenn man so hinterherhinkt. Wenn andere schon innerhalb von 2 Tagen das Spiel komplett durchgesuchtet haben, ist er hier vollkommen möglich. Oh, dann gehen wir doch direkt mal hier hin. Ja, wir gehen direkt mal hier hin. Oh, wir stehen auf der Luft. Wir stehen auf der Luft. Man könnte auch sagen, die Luft steht hier. Können wir irgendwo hin? Ja, wir können auf den Felsen da springen. Juhu! Ach, ich hätte mich da auch mit der Zunge ran schleckern können. Was ist nur Absturz? Hä, Spiel, ernsthaft? Willst du mich verarschen? Ich meine, aus was besteht denn das Wasser hier? Ist das Kohlenstoffmonoxid oder was? Warum kriege ich hier Schaden? Warum kriege ich hier Schaden? Na klar, hier bei minus 1 Million Grad Celsius in der Eiswelt. Da friert er natürlich nicht sich den Hintern ab, aber hier im schönen, reinen, klaren Mondwasser. Da hat er Probleme. Yooka, dein Ernst? Kann nur ein Witz sein, oder? Du treibst doch üble Späße mit uns. Das ist doch Mondwasser, schön reines Mondwasser. Frisch aus dem Niederseltas. Und wenn sie jetzt fragt, hä, Niederseltas? Was ist denn Niederseltas? Ja, das ist der Ursprungsort des heutigen bekannten Seltas-Getränkes. Also wer sich immer fragt, wo der Begriff Seltas herkommt, das kommt daher, weil aus der Quelle eines Berges im Niederseltas Wasser gezapft wurde und seitdem nennt man eben das Wasser auch Seltas. Ja, haben wir zumindest heute mal nicht nur irgendeinen Stuss gelernt, sondern auch irgendetwas halbwegs Intelligentes. So, wo sind wir hier? Wir sind der Hamster am Laufrad. Los, lauf, 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 lauf. Oh, sowas brauche ich auch zu Hause. Damit ich meine kleinen Fettpolster abtrainieren kann.
Aber nur die von den Arschbacken. Denn sonst bin ich nämlich ein totaler Adonis-Vertreter. Kennt ihr diese Adonis-Vertreter, die immer an der Tür klingeln und euch irgendwelche Staubsauger verkaufen wollen? Hä, sag mal, was mach ich denn jetzt hier? Wo muss ich jetzt hin? Vielleicht da hoch zum... Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber wir haben ja sowieso eine Flugfähigkeit, also... Was soll's? Schauen wir uns mal an. Ja, dann gehe ich einfach hier. Ja. Hä? Das muss doch hier irgendeinen Grund haben, warum wir hierher gekommen sind. Und da ist eine Plattform. Führt die uns in den Pagey? Ich hoffe doch. Oh, der erste Geist. Na, das ist selten. Wann haben wir denn mal das Glück und treffen sofort den ersten Geist? Und hier ist was zum Abschießen. Oh, direkt mal weggefetzt. Das heißt, ich komme hier zurück. War hier echt jetzt nur ein Geist? Nur ein Geist? Keine Federn, kein Pagey, kein gar nichts? Oh je, oh je, oh je. Und vor allem auch noch ganz, ganz frisch und aktuell, gerade weil ich eben nicht so viel vorproduziere, noch der letzte Kommentar unter dem Spiel Hürdelhügens. Eines der schrecklichsten Spiele, die ich hier bei Yooka Dalie zocken durfte. Oder musste trifft's wohl eher. Boah, kraus. Da muss ich mich sofort an den Kommentar erinnern, der gesagt hat, oh, na super, herzlichen Glückwunsch, da bleibt dann nur noch ein schweres Rextro-Game übrig. Nein, und vor allem schwer. Was heißt schwer? Was heißt schwierig? Heißt schwierig schwieriger als das beim Hürden-Parcours-Lauf? Ding ins Gedöns? Oder einfacher? Wobei, ich meine, es kann da ruhig schwer sein. Aber es darf nicht nervig sein oder unfair. Und wo zum Teufel bin ich denn hier? Ich kann es immer noch nicht fassen, dass da oben nur ein Geist gewesen sein soll. Der ganze Aufwand für einen Geist. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Was haben wir hier? Auch nix? Oh, der hätte ja zumindest hier so in den Löchern ein paar Federn reinmachen können, ein paar einzelne. Ja, da haben wir schon mal die erste Kante abgegrast. War ja ein voller Erfolg. Was ist das hier? Oh, beam me up. Kann ich hier rein? Hä, was? Schaden genommen? Wieso denn das? Was ist denn das hier? Was ist das? Das sieht aus wie irgendwelche Jalousien. Mehr ist das doch gar nicht. Das war nie im Leben irgendetwas strahlenmäßiges. Ja, wortgewandt wie eben die strahlenmäßig. Hier, guck mal, hier Licht strahlenmäßig. Das können wir auch nicht zerschmettern. Das Riesengehirn. Lecker, Riesengehirn. Einmal dran lecken bitte. Njam, njam, njam. Und schon mutiere ich auch zu einem riesengroßen Hirn. Nö, hier gibt's nichts. Außer ein paar Federn. Tja, mein lieber Yooka. Ach, natürlich, wartet mal. Wir können auf jeden Fall hier rein. Ich habe völlig vergessen, wir haben ja bereits alle Fähigkeiten. Was? Ich kann trotzdem nicht durch? Wieso kann ich denn da nicht durch? Was muss ich hier machen, um da durchzukommen? Unsichtbar? Reicht auch nicht. Die Kafum-Attacke hat ja auch nichts gebracht. Was haben wir denn sonst noch so? Wir können mit der Zunge schlecken. Oder es ist irgendwo ein Schalter, der hier das aktiviert, dass es aufgeht. Oder es geht hier nicht auf. Es ist ein Rückzugspunkt, dass wir von irgendwo kommen. Aber die Pfeile zeigen was komplett anderes. Die zeigen hier, dort musst du lang. Und, was soll man machen? Wir gehen da auch mal lang. Ich meine, wir können doch fliegen. Ja, da hat ja keiner was dagegen, oder? Oder rutschen wir jetzt hier ab? Rutschen wir hier ab? Nö. Sieht soweit ganz gut aus. Na klar, wir laufen erstmal natürlich die Wege, die wir nicht laufen sollen. So, dann muss ich da auch nach oben fliegen. Aber hier ist auch nichts. Ach, ich weiß, was das ist. Es ist bestimmt wieder dieses vermaledeite, olle Kartus-Racing. Das Lorenrennen. Und wir sind in Welt 5. Wir sind in der verdammten Welt 5. Warum sage ich verdammt? Im letzten Gebiet wurde es ja, naja, schon ein bisschen schwerer. Die Rätsel waren zwar immer noch nicht ganz so mega knackig, dass man da die Krise kriegen konnte. Aber von den Minispielen her war das schon eine ganz andere Nummer als sonst. Ja, die müssen wir erstmal holen. Schön daneben. Auch schön daneben.
Und da haben wir wieder die Steuerung. Hier wäre ich gerne das Flugzeug gewesen von der letzten Welt. Vielleicht schaffen wir es gerade auszufliegen irgendwie. Nein, und schon daneben. Ah! Also beim Slalom-Parcours würden wir hier Bestnoten kriegen. Kann so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein, geradeaus zu fliegen irgendwie. Oder doch. Naja, wir warten mal auf volle Lebensenergie. So. Ihr drückt mal gar nichts. Aber ich muss was drücken, ich muss was drücken. Ich muss hier nach links ein bisschen. Nein. Aber so kommt man hin. Okay, das heißt, wenn ich ein bisschen Glück habe und das perfekt anvisiere, dann brauche ich wirklich nur geradeaus irgendwie zu stehen. So wie leicht. Ah, das Gute ist, die Ohren von Lily sind so eine schöne Kimme. Haben die Funktion einer Kimme, von einer Kanone, von einer Knifte, von einem Gewehr? Kimme und Korn? Und auf geht's erneut. Das sieht gut aus. Nichts drücken. Doch, ich muss nach links. Nach rechts. Ja, ja, ja. Lali, 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 ja, 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 ja. Ja, und da schon die ersten Herausforderungen. Es geht ja gerade mal nur um ein paar Federn, Freunde. Es geht hier nur um ein paar Federn. Und ich habe hier schon Schwierigkeiten. Dann machen wir es nochmal. Dann machen wir es nochmal, bis wir die Federn haben. Das sieht gut aus. Ach, Mist, es sah aber nur gut aus. Yes, haben wir eine schon mal. Und die andere? So, so, so. Nein, wieder vorbei. Wieder vorbei. Gibt's doch nicht. Eine mickrige Mickfeder. Tja. Und das ist noch nicht mal ein Pagey. Das ist noch nicht mal ein Pagey. Wir fassen zusammen. Wir haben in der heutigen Folge zwar schon ein Pagey geholt am Anfang. Das war aber wirklich sehr, sehr einfach gewesen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, das kann nicht wahr sein. Bin ich echt drüber gesprungen. Ich habe einmal zu früh gedrückt. Ich hätte nicht drücken sollen. Down, push the button. Aber was macht man doch, wenn man ein kleines Kind ist? Wenn man irgendwo ein... Nein, und schon wieder knapp vorbei. Oh, die Spieler, die Federn disst uns. Sie disst uns. Tja, ich könnte jetzt das hier auch skippen, bis ich die Feder habe, aber nö. Das machen wir nicht. Weil ich muss ja noch auf ein paar Folgen kommen. Ja, dass wir hier so schön bei Folge 150 irgendwann alles haben. Yes, na endlich. Da haben wir sie geholt. Eine nervige Sache schon mal abgeklärt. Dann, wo ist denn hier das erste Pagey? Kollege, du hast uns ja schon alles gegeben. Und dort kommen wir nicht durch. Ah, verstehe, wir kommen doch durch. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Naja, wir gehen trotzdem erstmal hier nach links. Aha, hier ist schon der Punkt, dass wir uns transformieren können. Und was fällt auf? Kein Professor in der Nähe? Na, das ist doch mehr als seltsam. Das ist absolut nicht normal, auffällig. Müssen wir den Doc befreien? Und die Bälle, die konnten wir doch zersprengen. Mit einer Bombenblume. Haben wir hier die Möglichkeit, irgendwo an die Bombenblume zu kommen? Was sind das denn für Monster? Oh, die sehen auch so knuffig aus. Habt ihr gesehen, wie süß die aussahen? Also die Kinder, die werden da immer von Spiel zu Spiel, die werden da immer knuffiger. Ist das ein Hebel? Ja, man könnte meinen, das ist so eine Anlegestelle für ein Schiff, aber ich weiß es besser. Das ist bestimmt ein Hebel. Den müssen wir irgendwann aktivieren. Ach, da ist ein Pagey. Da ist ein Pagey drin. Naja, ist das jetzt wirklich nur Eis? Hat das irgendwas gebracht, dass wir die Luftballons zerstört haben? Also hier kommen wir nicht ran. Hier brauchen wir irgendeine Blume. Und die können wir auch nicht zerstören. Wir könnten jetzt nach drüben erstmal mit unserer Flugfähigkeit. Ja, machen wir auch. Ach, schau mal einer an. Wir hätten auch von Plattform zu Plattform springen können. Und da drüben ist auch noch was. Ach, hier ist die Frau. Professor Dr. Putz. Was macht sie denn hier? Müssen wir vielleicht erstmal hinlotsen? Hey, Doc!
Ja, hallo, da habt ihr mich wohl komplett verschollen erwischt. Ich muss zurück. Gerade noch untersuche ich die Indaslache Meeresfauna und plötzlich bin ich verloren auf dem Meer. Naja, irgendwie verständlich. Mit dem großen Topf auf dem Kopf sieht man eben sicher nicht sonderlich gut. Kann das sein? Naja, würde dir so nett sein und an Land etwas für mich finden, das mich zurückführen kann, dann muss es doch ein Gerät geben, eine Gerätschaft, das mir den Weg leuchten kann. Leuchten? Naja, ich meine, wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass wir aus unserem Arsch irgendwelche Strahlen schießen können. Das würde ihr doch helfen. Einfach ins Gesicht, in die Augen und dann weißt du, alles klar, da ist der Strahl, da kommt er her, auf zu Yoka. Wenn du mich zurück an Land bekommst, kann ich dich mit meinem grandiosen DNA-Dor transformieren. Oh, das heißt, wir haben es doppelt so hart. Erstens müssen wir die zurückholen und dann brauchen wir noch das Molekül. Nein! Aber die Suppe sieht gar nicht aus wie eine gefährliche Suppe. Sieht irgendwie aus wie so schöner Glitzerschleim. Ja, sag mal... Und wieso da? Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Kann das sein, dass uns die 40 hier unten zwei Energiebalken nimmt? Oh, da muss ich wirklich aufpassen. Da muss ich ja mega aufpassen. Hier, komm, jetzt holen wir erstmal das erste Pagey. Und der Geist. Hier ist der Geist. Hier ist der Geist. Ich habe ihn gesehen. Und wie oft ist denn das passiert, dass wir in einer Folge zwei Geister gefunden haben, aber keinen Pagey? Und das erste Pagey zählt nicht. Das zählt nicht. Das war ein Highway Tower Pagey. Und hier. Sag mal, hier brauchen wir doch auch schon wieder die Feuerfrucht. Na, langsam wird's unheimlich. Überall Stellen, wo ich denke, man kommt ja nur mit Feuer weiter. Und die Teile sind doch auch wieder da, dass man die bombardieren kann. Oder sag es nicht, wir mussten von oben die Bombenfrucht holen, damit hier nach unten rennen, um dann immer Stück für Stück mehr Sachen wegzuspringen. Oder kriegen wir noch eine Fähigkeit? Vielleicht ist es ja das Molekül, das uns die Fähigkeit dann gibt. Ja, muss so sein. Denn wenn wir hier schon die Goldfedern haben... Nein, warte mal. Warte mal. Zurück. Ich habe da unten was gesehen. Ja, da oben waren auch Federn. Habe ich nicht übersehen. Ja, da ist ein Schalter. Ja, es müssen hier Blumen sein. Die sind bestimmt in diesen Felsen versteckt. Ob wir die wegspringen können mit der Stoßattacke. Mit der hier. Ne, warte mal. Zurück. Das war der falsche Knopf. Vielleicht können wir drauf zujumpen. Nein! Okay, das war eine falsche Idee. Ich lasse die Federn da oben aber trotzdem mal sein. Ich meine, vom Design her, das Spiel muss ja wissen, dass wir hier sofort die Fähigkeit bekommen haben zu fliegen. Also hier war nichts, dann gehen wir doch erstmal den Turm nach oben. Ja, ich denke, das ist bestimmt so wie in der allerersten Welt, wo wir nach oben die große Wolke gefunden haben. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, schön von der Seite. Da hat ja die Wolke auch dazu beigetragen, dass sich die ganze Ortschaft, naja, übertrieben gesagt, geändert hat. In Wasser und dann noch in ein Eisgebiet. Mondgefängnis. Ach, hier ist schon, das gibt's ja gar nicht. Da haben wir schon den dritten Geist gefunden. Wenn das so weitergeht, haben wir ja alle Geister gefunden und kriegen so das erste Pagey, wollte ich sagen. Und warum können wir uns hier schwer machen? Klebrig können wir auch sein. Ist eine Kombination möglich aus schwer und klebrig? Also so wie ich. Ich bin auch schwer und klebrig. Quasi der ganze Körper des Let's Players. Oh ja. Lebensenergie. Ich brauche das ja damit. Und Nummer 3. Geht's hier durch? Nee, kein geheimer Durchgang leider. Aber irgendwo ist da bestimmt noch eine Blume. Ja, hier sind... Ja, das gibt's ja echt nicht. Hier haben wir ja wirklich alles. Wir haben alles. Wir haben alles Mögliche an Fressalien, um hier irgendwas auslösen zu können. Und da geht auch 100% die Tür runter, wenn ich hier reingehe. Boah, wir haben ein Elementrätsel. Energie.
Oh, schade. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich muss hier mit dem Ball einfach nur rollen, um damit Energie zu erzeugen. Das wäre ein ziemlich geiles Rätsel gewesen. Aber nein, das ist hier nicht die Lösung. Na okay, da bin ich ja mal gespannt, wie lange wir brauchen für ein einziges Pagey. Kann man die Tür hier öffnen oder ist die Deko? Sieht wie Deko aus. Ja, und ich sollte hier meine Skills ändern. Ich muss raus zu Wendy. Wo ist denn du? Ist das Glas? Ach, ich hätte Feuer mit der Feuerblume einfach erstmal gegenschießen müssen. Das ist ja cool, da müssen wir echt alles nutzen. Oh, da bin ich ja mal gespannt, für was wir dann später noch die Leuchtfrucht brauchen, weil die macht ja hier von allen Pflanzen überhaupt gar keinen Sinn. Haben wir eins geöffnet? Haben wir ein einziges geöffnet? Okay, dann... Naja, ich meine, der Blitz heißt ja ganz klar, der will Energie haben. Irgendetwas Elektronisches oder Elektrisches. Okay, wir brauchen hierfür die... Alles klar. Müssen wir wegbomben. Haben wir irgendwo eine Bombenfrucht? Wir haben keine Bombenfrucht? Oder habe ich die übersehen? Gab es hier irgendwo eine Bombenfrucht? Oder wir müssen irgendwo eine Tür öffnen, dass wir zur Bombenfrucht kommen. Setzt aber voraus, dass wir wissen, was es damit auf sich hat. Was kann ich hier machen? Dahinter ist irgendwas. Naja, ich sag mal, mehr als alles probieren können wir ja nicht. Und wer sich jetzt fragt, naja, wieso spuckst du das Wasser rein? Ja, keine Ahnung. Manchmal ist ja wirklich so, dass ich irgendwas übersehen habe und was ganz, ganz, ganz Dummes hilft. Ich meine, das Wasser jetzt dort bei dem Stromzeichen hilft, ja, sehr unwahrscheinlich. Ja, dann komme ich hier an der Stelle auch schon nicht weiter. Ah, hier, doch, da ist die Bombenfrucht. Alles klar, cool. Und Honig haben wir auch noch. Honig haben wir auch noch, dann kann ich das zumindest hier schon mal wegbomben. Haben wir noch irgendwas? Okay, haben wir den zweiten auch geöffnet. Ich denke, hier werde ich auf jeden Fall einen Schnitt setzen, denn ich habe jetzt hier eine Viertelstunde rumprobiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe null Ahnung, was ich hier machen muss. Ich fasse doch mal ganz kurz zusammen. Wir haben da eine Tür und die versperrt uns 100% den Weg zum dritten Schalter, um ans Pagey zu kommen. Und das Symbol hier unten, ey, ganz ehrlich, das ist ein Blitz. Ein Blitz symbolisiert meistens in den Spielen Strom. Nur Energie. Wir müssen es irgendwie schaffen, Energie auf die Plattform zu bringen. Nur wie? Wir haben keine einzelne Frucht, die Energie halt bringen kann. Außer diese Leuchtfrucht, möge man meinen. Nur die Leuchtfrucht alleine, die reicht nicht aus, um hier irgendwas zu triggern. Meine Idee war gewesen, vielleicht reicht es aus, sich in so einen Ball zu formen und dann ganz schnell zu drehen. Dass Energie erzeugt wird, ne? Reibungsenergie. Für die, die in der Schule nicht aufgepasst haben, aber jeder Junge, der zu Hause in einsamen Nächten sich mal das ein oder andere lustvolle Video angeschaut hat, der wird mit Reibungsenergie was anfangen können. Tja, aber ich stehe jetzt hier. Diese Erfahrung bringt mich überhaupt nicht weiter. Dann ist mir aufgefallen, wir können bestimmte Sachen hier miteinander kombinieren. Das heißt, ich habe gedacht, naja, vielleicht sind ja irgendwelche Früchte dazu in der Lage, uns einen Energiestatus zu bringen. Aber welche? Welche drei, vier oder nur zwei Früchte sind dafür da, dass ich hier Blitzenergie bekomme oder Stromenergie, dass wir hier was reißen können? Ich habe ebenfalls überlegt, nach dem Ausschlussverfahren. Wir mussten hier Feuer benutzen und die schwere Eisenkugel.
Hier brauchten wir Licht und Bomben. Und es ist doch kein Zufall, dass wir hier alle Blumen haben und 4 bereits davon schon genutzt wurden. Ergo, Schlussfolgerung, nehme ich einfach mal die Pflanzen, die noch übrig sind, die noch gar keinen Nutzen hatten, und versuche damit irgendwas zu reißen. Habe ich aber auch nicht geschafft. Ich habe alle Kombinationen soweit durchgeführt. Oh, ich sei denn, ich habe wirklich was vergessen oder übersehen. Ist aber auch nicht das Rätsel der Lösung gewesen. Deswegen, ja, bevor ich hier verzweifle, schreibt's mal in die Kommentare. Aber ohne nachgucken! Ohne nachgucken! Ihr dürft nicht online nachgucken! Und wehe, wehe, einer von euch schmut da. Der Einzige, der online nachguckt, das bin ich. Aber hier, das ist doch mal ein schönes Rätsel, wo mal jeder mitknubbeln kann. Und ich werde auch sicherlich noch nicht so weit im Spiel sein, dass wenn ihr euch die Folge anschaut, ich das schon geholt habe. Denn ich gehe hier erstmal weiter. Es sei denn natürlich, wir kriegen draußen noch irgendeinen anderen coolen Effekt. Den Geist habe ich übrigens geholt. Ich habe vergessen, da was reinzuschießen. War natürlich nicht so schwer. Ja, es sei denn, ich bekomme draußen noch irgendwie so eine kleine Lehrstunde mitgeteilt. Oder dieses... nicht diese, sondern diese Plattform, die wird durch irgendwas anderes hier in der Welt noch aktiviert. Könnte auch sein. Vielleicht müssen wir Energie erst durch irgendeinen großen Schalter, der sich in der Welt befindet, lösen. Damit sich dann erst das Feld so richtig von alleine aktiviert. Auch das durchaus möglich. Ja, ansonsten, eure Theorien könnt ihr ruhig mal reinschreiben, bin ich mal mega gespannt. Vielleicht habe ich irgendwas total Simples übersehen, aber... ja, glaube ich nicht. Ich meine, von den Kombinationen, da war doch jetzt nichts dabei. Können wir hier uns wegmorphen? Ja, sag mal, ist das nicht irgendwie faszinierend? Wir sind hier am Anfang des Gebietes und wir können noch, egal wo wir gewesen sind, nichts machen, obwohl wir alle Fähigkeiten haben. Das ist irgendwie sehr seltsam. Wo müssen wir hin? Wo zum Teufel? Wir können ja weder irgendwelche Abkürzungen benutzen, da sind irgendwelche Kreuze. Alles ist für uns geblockt und wir kommen nirgends weiter. Überall fehlt Energie. Der Wasserbereich, der ist nicht schwimmbar, dass man dann schwimmen kann. Hier sind übelst die krassen Gegner. Und hier dürfen wir nicht lang, oder was? Nee, ich komme da nicht hin. Überall ein paar Haufen Rohre, aber kannst du nicht abgrasen, leider. Naja, dann heißt das erstmal nur nach vorne pushen. Aber krass, dass wir noch gar keinen Pagey haben in der Welt. Aber dafür immerhin schon 3 Geister. 3 kleine Geister sind unser Eigentum, was da unten geleuchtet. Da hat es auch geleuchtet da unten. Ah, es sind die Blumen. Oh, die werden mich bestimmt noch des Öfteren verwirren, dass ich denke, das sind irgendwelche Goldfedern. Ja, nett gemacht, lieber Entwickler. Nett. Wollt ihr uns verwirren? Indem man einfach ein paar gelbe Blumen hinzeichnet. So, hier springe ich auch mal nach oben. Oh, diese Schaukelschiffe. Ich hab sie gehasst. Auf dem Rummel. Kennt ihr die? Diese Schiffe, die man so von links nach rechts und wieder links, manchmal mit Überschlag. Ganz, ganz fürchterlich. Oh, als Kind. Ich habe als Kind Schaukeln extrem geliebt. Bis ich irgendwann mal mich überschaukelt habe. Ich habe gedacht, sowas kann gar nicht passieren. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir hatten vor unserem Haus so eine 2 Schaukeln und das waren auch richtige Stahlschaukeln. Also nichts hier mit Plaste, dass man da irgendwie ja nicht Angst haben muss, wenn man die Schaukel abkriegt, dass sie nicht gleich den Körper zerteilt. Das war noch so eine richtige Stahlschaukel, also auch noch nicht mal mit Ketten dran. Früher, da waren die Spielplätze so richtige Bundeswehrplätze. Das waren so 2 knallharte Stangen und unten drunter so eine Eisenplattform, da konntest du dich mit deinem Arsch draufsetzen. Ne? Im Sommer hat es da richtig schön gebrannt, am Hintern, am Popo und beim Winter konntest du die Zunge reinhalten und dann war auch deine Zunge mal ab. Ja, und da bin ich dann irgendwann mal. War ich da 2 Stunden lang auf der Schaukel und ich schaukel so von links nach rechts, hoch und wieder runter. Natürlich ohne Überschlag, bin ich lebensmüde. Und dann wurde mir irgendwann komplett speiübel. Und seit diesem Tag schaffe ich es nicht, für ein paar Sekunden auf einer Schaukel zu sein, ohne dass mir schlecht wird. Keine Ahnung warum. Seit diesem einen Tag, ich habe mich ganz einfach überschaukelt und da wird mir schlecht. Und wenn ich schon das Schiff sehe, wie schaukelt, auch mir auch schlecht. Ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn man auf so einem großen Kreuzer nochmal ist.
war das auch nochmal so ein kleiner, großer Traum von mir. Ja, kleiner, groß, auf so einem riesengroßen Kreuzfahrtschiff durch die Kante zu segeln. Arr, wer ist da? Die Regeln sind eindeutig. Arr, man muss sich vorstellen, wenn man die Kapitänskajüte beitritt. Ja, betritt. Warum machst du nicht einfach das Licht an? Das Licht? Hahaha! Beim Klabautermann! Wisse, der Kapitän. Dass der Kapitän irrationale Angst vor Schatten hat. Irrational nicht erklärbar. Idiopathisch quasi. Jetzt stell dich endlich vor, lausiger Eindringling! Ich bin dein zweiter Mart, Billy. Billy sehr hart. Billy, ich hab dich gar nicht erkannt mit dieser seltsamen Echsenstimme. Hallo? Ich bin der Fledermaus. Du bist ein wenig früh dran, Billy. Die Kapitänsmassage ist erst in einer Stunde. Bis dahin, geh mir aus den Augen. Massage? Ja, nu? Was hast du jetzt gebracht? Bist du das, Billy? Naja, ich meine, er hat Angst vor Schatten. Was machen wir? Wir machen natürlich Licht an oder werfen zumindest so Schatten, dass er da irgendwie abhaut. Können wir hier auch Licht reflektieren irgendwo hin? Na klar, wir müssen die Lampe anmachen. Auch hier sieht so aus, als ob wir... Ey, das sah gerade voll aus wie grünes Feuer. Ja, ist doch Feuer. Das ist Geisterfeuer. Da ist Feuer drin. Oh, ich will's schlecken. Gib mir Geisterfeuer. Dann kann ich es irgendwie anmachen? Oder kann ich hier einfach anmachen schon? Oh, da hat gerade irgendwas ist zerbrochen und zerstört worden. Na egal, ich gehe mal hier nach unten. Haben wir hier Feuer? Hallo Feuer? Feuer, bist du hier? Oh, ganz, ganz viele kleine, oh, knuffige Leuchtkörperchen. Und jeder von den Kleinen wird ein Kapitän sein. Och, ist das süß. Da haben wir alle eine Hauptmannsmütze auf. Ja, ihr seid alle was ganz Besonderes. Ihr vier zusammen. Was haben wir hier? Eine Truhe mit einer Feder drin. Okay, man merke, in den Truhen sind Federn. Und hier ist eine Leuchtfrucht. Eine Feuerfrucht. Ich versuche mal hier alles in Brand zu setzen. Halt, du bist nach oben. Reicht nicht, wahr? Sind wir zu langsam. Haha, und wir haben Licht gemacht. Wir haben Licht gemacht. Los, du hast da einfach... Oh, hier. Ja, das ist der größte Schatten, den ich hier gesehen habe. Habt ihr einen Schatten? Schnell, Billy, halte hier mit. Was? Ach, das war ein Pagey. Ernsthaft? Wir waren die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwelchen Pageys und wir kriegen jetzt für dieses eine läppische Rätsel einen Pagey. Weil wir Schattenspiele gemacht haben?